Ja. Whatever, ne, Schwester? David S. findet Fluchtseil und ich habe mir eins gekauft, ich Penner. Geist taucht auf. Mist. Dieser Geist ist nicht identifizierbar. Geist Level 19. Los, Terratox. Heiz ihm ein. Hornattacke. Terratox kann sich vor Angst nicht bewegen. Flucht. Exorzisten möchte kabbeln und setzt Nebulak ein. Aber das Gute ist, Terratox ist gerade komplett nutzlos gegen ihn. Wie sieht's denn mit dir aus, Lou? Naja, nicht wirklich gut. Doch, los, Lou! Geister mögen zwar im Vorteil gegenüber Psychos sein, das Problem ist aber, dass diese Geister auch noch alle gleichzeitig Gift sind. Ein Konfusstrahl, wie kann man nur so arschig sein? Konfusion, los! Der Meister der Konfusion lässt sich doch nicht verwirren, Nebulak wurde besiegt. Buh, ich wurde erlöst! Nee, aber ernsthaft, das bringt nicht viel, hier durch den Turm zu labern, latschen, wenn die Geister so aussehen. Deswegen werde ich jetzt abseits der Wege gehen. Sofern ich hier rauskomme. Ich werde, glaube ich, erstmal jetzt noch ein bisschen nach Süden wandern und da mal noch was abholen. Ich habe mich nämlich erkundigt, was es da Feines gibt. Und ich will das haben. Denn ich werde es bald brauchen. Mit bald meine ich nicht diese Aufnahme, sondern eine, die später kommt, aber ist ja auch Wurst. Theoretisch müssten wir jetzt nach Westen laufen, aber nee. Nee. Danke, deine Pokémon sind wieder top mit. Komm her, es halt wieder vorbei. Route 12, Norden, Lavandia. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Oh, da müssen wir noch mal gucken gehen. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. David, das hält TM39. Ja, was ist denn das? Sternschauer. Sternschauer ist eine treffsichere Technik, die in wichtigen Kämpfen großen Nutzen sein kann. Und ich muss. Du schaust durch das Fernrohr. Du siehst einen angelnden Mann. Wird gerade abgenagelt, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Du siehst den Pokémon-Turm. Möchte mal was Cooles sehen. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du. Cool. Mir ist das etwas ins Netz gegangen. Willst du auch mal sehen? Angela möchte kämpfen. Angela setzt Goldini ein. Das ist Goldini, ne? Die sind voll cool. Wenn man die mal benutzt, dann kommen so Schnabel kommen dabei raus. Volltreffer. Terratox setzt Hornattacke ein und wird wahrscheinlich nicht voll treffen, aber mehr Schaden austeilen. Los, Terratox, wir brauchen
stärker machen. Superschall geht zum Glück daneben. Ding, ding, ding. Goldini wurde besiegt. Taratox erhält und erreicht. 23. Taratox versucht, Energiefokus zu erlernen. Kann nicht mehr. Willst du eine andere zugunsten von vergessen? Zeig mal, was wir haben. Nein! Nein! Fuck. Fuck! 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 Angler will Quapsel in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Ich wollte so eine Scheißattacke vergessen. Hier, Silberblick. Wer braucht denn einen Energiefokus? Das bringt doch nichts. Was? Ach komm, ernsthaft, Teratox? Das ist nicht cool, Teratox. Das ist gar nicht cool. Und er bespritzt ja nur mit Wasser. Du müsstest aufwachen. Teratox? Ich mein's ernst. Du bist gerade extrem nutzlos geworden, also... Tackle ihn weg. Das ist ein Job für Mic Drop. Merkst du, wie das Quapsel sich so gerade denkt? Oh, scheiße. Ich habe diese riesengroße geflügelte Wasserschlange gerade mit Wasser bespritzt. Und ihr so überhaupt keinen Schaden zugefügt. Und jetzt bäumt sie sich vor mir auf und fletscht die Zähne und beißt zu. Das waren jetzt schon zwei Aquaknarre-Volltreffer. Und Mike ist immer noch nicht wirklich angetan davon. Das Quapsel wurde gefressen. Goldini. Nö, ich möchte nicht wechseln. Mike macht das schon. Du hast gar keinen Schnabel. Hör auf, Schnabel zu machen. Ich hab die scheiß Hornattacke überspielt. Ich glaub's ja nicht. Mike Drop erreicht Level 23. Ich könnte Mike Drop Schaufler beibringen. Ja, das wäre mal was. Ihm Schaufler beibringen. Jetzt muss ich aber erstmal dafür sorgen, dass er nicht mehr an der Spitze des Teams ist, weil jetzt ist er wertlos geworden, gerade für einen Moment. Das ist doof. Wenn man stattdessen Mic Drop ein bisschen... Ich wollte nach Norden gehen, lass mich in Ruhe. Nur mit der Runde als Angler muss man geduldig sein. Was? Angela möchte kämpfen. Und setzt Tentacha ein. Wow, ein 24er? Mic Drop, da hast du echt ein hartes Stück Arbeit vor dir, weil der wird wahrscheinlich dich gleich vergiften. Oder nur verwirren. Ach komm, Mike, ernsthaft? Hör auf, dir selbst einen Schwanz zu beißen. Okay, bis hierhin war es lustig, Wickel ist nicht mehr lustig. Los, Lou. Du bist gerade auf ganz, ganz dünnem Eis bist du gerade, Tentacha, auf ganz dünnem Eis. Denn jetzt bist du kaputt. Ich wollte gerade sagen, das muss ein Volltreffer gewesen sein, weil ein Schnabel von einem Viech, das noch nicht mal einen Schnabel hat, kann gar nicht so krass sein. Der hat mich erwischt. Ja, ich wollte hier nach Norden gehen, du Beppo, du. Der Angela-König gegen das Pokémon-Kind.
Du bist also der Angie-König, ja? Mit einem Vieh. Lass mich raten. Okay, ich lag daneben. 27. Mike, Biss. Superschall. Biss. Superschall. Biss. Das war das Fischfilet. Das war Spitze, meint er. Ja, naja, naja, nee. Nicht so wirklich. So viele Trainer hier unten. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Als was? Als hier abzuhängen und zu kämpfen? Dann geh arbeiten. Und steh mir nicht im Weg. Angela möchte kämpfen. Angela setzt Quawapsel ein. Du wirst jetzt wahrscheinlich Mike Job hypnotisieren. Deswegen sage ich dir gleich, lass es einfach. Hat keinen Eindruck bei dir hinterlassen, kann das sein? Ein Kraftpunkt Abzug, geil. Das waren 4 Punkte. Ne, 2. Ich weiß gar nicht mehr. Hab jetzt nicht drauf geachtet. Muschas wird in den Kampf geschickt. Nö, ich möchte nicht wechseln. Das kriegt Mike Drop hin. Der ist erwachsen genug. Der kann das. Der beißt euch alle einfach durch. Das Ding ist so hart wie gerade das Goldini. Der Superschall hat zum Glück nicht getroffen, was das eine klare Runde für uns macht. Wenn man vom Teufel spricht, steht er gleich um die Ecke. Mike? Danke, Mike. Lern jetzt bitte irgendwas Anständiges. Wieder nicht. Seper, möchte ich? Nö, komm, komm. Er ist zwar verwirrt, aber das kriegt er schon hin. Mike, du enttäuscht mich gerade dezent. Oh, das Seper hat echt was drauf. Das ist besser als das Quapsel vorhin. Das ist nicht gut. Es nervt uns mit der Samtwirbeltaktik. Merkst du? So, jetzt treffe ich nämlich nicht mehr, auch wenn ich verwirrt bin und trotzdem. Verstehst du? Teratox, los. Oh, wie schade. Na, da muss wahrscheinlich Aaron ran. Ruckzuck, weg mit dem Vieh. Gut. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Man nimmt dem Kind doch nicht die Süßigkeiten weg, du Penner. Geh arbeiten. Ja, so viel zu, es gibt da was, was ich holen will. Mistvieh. Liegt mir einfach im Weg. Wie finde ich denn das? Nicht gut. Tatütata, die Post ist da. Ich fahre mit meinem Verrand und bin außer Rand und Band. Haha! Pokémon Center. Wir heilen und machen sie wieder fit. Ja, bitte. So, wir sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja. Aber sorry. Ich werde jetzt hier nach viel zu kurzer Zeit trotzdem schon mal sagen, das war's erstmal und werde am Wochenende weiter aufnehmen. Ich muss jetzt mit diesen 4 Folgen, die ich habe, erstmal über die Runden kommen.
weil jetzt großartig weitermachen wäre gerade ein bisschen blöd, weil wir geraten jetzt eh nur in Storyfluss und der muss ja nicht sein, ne? Von daher, als dann, bis dann. Ciao.